Emil ist das neue Energiematerialien In-Situ-Labor am Helmholtz-Zentrum Berlin. Es ist direkt gekoppelt an die Röntgenquelle BESSI 2 und damit bestens geeignet für die Erforschung neuer Dünnschichttechnologien für die Energiewende. Im Fokus? Solare Brennstoffe, Photovoltaik und Spintronik für energieeffiziente Datenverarbeitung. Emils Spezialität? Kombinatorische Materialsynthese und einzigartige In-Situ- und In-Operando-Charakterisierungsmethoden. Von der Röntgenquelle BESSI 2 führen gleich zwei eigene Beamlines direkt zu Emil. Eine mit weichem Röntgenlicht für Oberflächenuntersuchungen und eine mit hartem Licht, um in die Tiefe zu gehen. Maßgeschneidert für die Erforschung von Dünnschichtsystemen. Am Ende der Beamlines warten unsere leistungsstarken Analytikstationen SISI, CAT, PINK und PIM. Synthese, Deposition und Analyse. Alles in einem einzigen Ultrahochvakuumsystem und mit Transferzeiten zwischen Deposition und Analytik von unter 4 Minuten. Materialforschung live und in Farbe sozusagen. Emils Depositionskammern bieten eine weite Bandbreite an Depositionsmethoden und Materialien. Und falls die nicht reichen, bringen Sie einfach Ihre eigene mit. Emils Probenkammern sind groß genug für Industriestandard 6-Inch-Wafer. Und Sie können bis zu 25 Proben auf einen Träger aufbringen und so verschiedene Prozesse gleichzeitig beobachten. Emil bietet also eine extrem vielseitige Laborinfrastruktur. Zusammen mit dem Röntgenlicht von BESSI 2. Beste Voraussetzungen für Innovationen für die Energiewende. Kommen Sie vorbei. Emil erwartet Sie.